Und da sind wir wieder bei Let's Play Inuyasha. Wir schauen uns jetzt mal an, wer dieser Typ hier ist. Hallo du. Hosenki. I'm Hosenki. If you find the right items, I can make protective stones for you. They should come in handy. Oh, you have the materials for amulets. Will you give them to me? Oh, great. Now I can create more amulets. Ja, dann, was ist denn das? Was macht das? Equipped increase attack. Das hier, 5% Defense. Enemy encounters, das verhindert, dass wir mehrere Gegner, also dass wir die ganze Zeit auf Gegner treffen. Increase enemy encounters, das macht, dass wir noch mehr Gegner treffen. Ich würde gerne das hier haben. Defense. Und das geben wir jetzt am besten, Items. Geben wir das Sango. Und das, kann man das benutzen? Also, das haben wir jetzt schon. Sango. Items. Use. Was haben wir denn noch so eigentlich? Die haben noch nichts. Inuyasha hat jede Menge von diesen Dingern. Wir benutzen das. Okay, das müsste jetzt reichen. Was können wir denn noch hier tun? Wir können wieder gehen. Das hat sich jetzt so gelohnt. Ich speichere. Moment. Oh, da ist. Ist hier irgendwas? Nein, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Ah, nice. Blood of Blade. Blade of Blood, so rum. Blood of Blade. Wie ist denn das im Deutschen, im Anime? Ich erinnere mich nicht mehr. Das ist ja irgendwas. Blutige Klingel. Klingel. Klingel, ja. Blutige Klinge. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wie das im Deutschen hieß. Sagt es mir. Sagt es mir, wie hieß es im Anime? Wie hießen diese ganzen Skills im Anime? Ich glaube, das müsste ich jetzt auch alleine hinkriegen. Ja. Bin mal gespannt. Da ist bestimmt immer noch keiner da, oder? Wir müssen halt mal öfters checken. Ich meine, zu verlieren haben wir nichts, außer Zeit. Aber dafür gibt es ja dann vielleicht Doppelparts. Oder wir machen länger. Ich sag ja, hier ist schon wieder nichts. Da oben war also nichts. Da unten ist auch nichts. Jetzt hängt sie wieder. Und ich mache wieder ein Save. Dann geht's über die Brücke. Und ja, da unten war aber auch nichts. Herrgott, wo muss ich hin? Oh, Kidding. Iron Weaver. Eisenklaue. Blutige Klinge. Windnarbe. Ich kenne nur noch die Windnarbe, also. Schreibt's mir in die Kommentare. Jede Menge Geld. Ja, hier ist aber immer noch nichts. I guess. Was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas reinschmeißen? Geld? Nein. Hier ist auch nichts. Was haben wir denn hier? Berg? Berg? Der Berg sagt uns auch nichts. Ich meine, wir haben dort schon alles durch, Herrgott. Ist auch nichts. I don't get it. Ich habe jetzt eigentlich keine große Lust, hier wieder so irgendwie einen Walkthrough zu suchen. Was? Ich weiß nicht, Inuyasha, Menschenform. Dann müssen wir das so machen. Dann treffen wir wenigstens drei Stück.
Was machen wir denn mit Chippo? Foxfire? Oh, das sieht doch schon mal nett aus. Ich meine, den hinten. Oh, der hat hier Defense an. Aber oh, wie stark sind die? Hier, wir sehen, Inuyasha hat jetzt keine Dings mehr. Ja, komm, den kriegen wir noch so irgendwie kaputt. Du schießt am besten den hier kaputt. Und dann hätten wir noch Mirocke. Ich hätte bei ihm lieber das Healing Sutra für Sango. Und ach, immer diese Unterbrechungen hier. Herrgott. Ich wollte doch Sango heilen. Ach, verdammt. Das habe ich jetzt wieder davon. Ganz toll. Ja, kommen die da hinten. Weg damit. Jetzt müssen wir nur noch den hier irgendwie kalt machen. Denn der ist hier immer noch an der Defense. Na, es war schon gar nicht mehr so schlecht. Ja, okay, Mirocke hat sich jetzt geheilt, weil Fail. Das ist okay, aber er ist nicht mehr in der Defense. Ah, verdammt, jetzt war ich wieder mit den falschen Knöpfen am Werkeln. Ich glaube, das war jetzt schon. Mehr brauchen wir nicht. Ja, mehr brauchen wir nicht. Level up für Kagome. Ich hoffe, wir können speichern. Und hier ist nichts. Oh, Leute, ich bin so genervt, gerade vor diesem Spiel. Und Inuyasha ist immer noch. Dann müssen wir das so machen. Inuyasha in der Menschenform ist irgendwie nicht gerade hilfreich. Dann müsste so ein Lightning Arrow eigentlich. Ja, bringt nichts. Und ein Pfeilschuss. Nehmen wir mal Inuyasha mit rein. Sehr lustig, wie seine Haare ausgeschnitten sind, damit sie sich nicht mit dem Hintergrund vom schwarzen Bildschirm schneiden. Ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier muss doch irgendwo was sein. Ich bin total verwirrt und nehme mal das hier. Können wir hier irgendwie. Ja, genau, so geht das. Puh! Spiritual Power. Ja, ich würde jetzt gerne mal hier Sango heilen. Ja, endlich. Das müsste eigentlich so gehen. Wie immer. Ich wiederhole mich die ganze Zeit. Und der nächste. Ja, Inuyashas Haare. Mit weißen Strichen vom schwarzen Hintergrund abgegrenzt. Oh, nice. Vielleicht hätte man. Ja, whatever. Ich rede Mist. Wir kriegen eine Herb und Shippo hat Level Up. Dennoch speichere ich, weil ich überhaupt keinen Plan habe, wo ich jetzt hin soll. Wir waren doch jetzt schon überall, oder? Da unten war nichts. Ach, Geist. Was sagen kann man wieder die Windnarbe zur Verfügung? Das würde ja dauern. Jahre. Na, ich liebe One-Hits. Zack, weg war's. Und hier ist immer noch nichts. Also ich muss doch mal jetzt einen Walkthrough gucken, weil das bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich die ganze Zeit dumm rumlaufe. Und schön. Nochmal die Windnarbe, bitte. Ja, dann machen wir hier gleich Pause und dann gucke ich halt mal, wo ich hin muss. Denn es bringt mir gerade überhaupt nichts. Aber dafür Level Up. Tja, dann sieht man sich gleich wieder.